Kyogre darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also auch wenn wir zweimal die Optionen zur Sonne haben, wird es sicherlich nicht leicht. Und Dragapult könnte natürlich auch. Ein bisschen was ausrichten gegen uns. Den treffen wir nicht unbedingt zu gut mit dem Team. Also ich sehe jetzt zumindest nicht, dass irgendwie Regentanz dazukommen kann oder so. Vielleicht probieren wir es dann erstmal mit Glurak. Würde es mit Glurak und Demeteros gehen. Aber wenn, das Ding ist, also selbst wenn wir die Sonne reinswitchen, wenn der Kyogre erstmal mit Fontrain da an den Start kommt, der macht schon noch ordentlich Schaden. Wir wissen halt nicht so genau, was das für ein Kyogre ist. Bin ich auf dem richtigen Slot? Vielleicht gehen wir jetzt zu Groudon direkt. So, Demeteros Glurak ist natürlich auch ein schönes Duo nebeneinander, Lost Fishy. Nur hier vorne wären wir jetzt auf jeden Fall auch auf minus 1 gewesen mit Demeteros. So switchen wir jetzt ein physisches Mon rein. Was dann nicht den Bedroher von Fuego abbekommen hat bisher. Okay, Incineroar geht einmal raus in Kyogre. Okay. Scheint auf jeden Fall das langsamere Mon zu sein. Also Kyogre scheint hier auf jeden Fall langsamer zu sein als unser Groudon. Sonst wäre es eher reingeswitcht. Das finde ich jetzt passt ein bisschen geisteskrank. Tatsächlich wäre Voidwechsel gut gewesen. Naja, es ist auch eine gute Information. Also an den Switch-In haben wir auf jeden Fall gesehen, dass unser Groudon schneller ist. Scheint ein sehr langsames Kyogre zu sein. Oh, und der hat da eiskalt den Wassermove drauf, alles klar. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht kommen sehen. Verstehe. Immerhin leben wir nochmal.
Sind wir jetzt schneller als Dragapult? Also mit Glurak schon. Vielleicht kommt hier der Dünaval. Aber ist direkt wieder ein schwieriger Turn tatsächlich. Ich meine, mit der nächsten Düse ist doch Groudon auch schneller. Ist nur die Frage, ob der überhaupt genug Schaden macht mit einer Klinge. Also Glurak natürlich jetzt raus hier. Es scheint auf jeden Fall ein sehr bikiges Kyogre zu sein. Wie auch immer, ist der nächste Volltreffer. Jetzt wissen wir nicht, ob es so gekillt hätte. Und nochmal Düse hier. Alles klar. Okay, verrückter Start. Mit dem Dragapult habe ich so auf jeden Fall nicht gerechnet. Sorgen wir hier erst direkt nochmal für Sonne. Ja, oder? Ja, Maria, was ist? Hast doch bestimmt gut was gespielt, oder? Ja, ne? Und trotzdem nochmal meine Aufmerksamkeit hier. Okay. Wären wir mal zu Raichu gegangen. Raichu-Switching wäre hier nochmal deutlich besser gewesen. Dann hätten wir jetzt nicht das Problem, dass Groudon einfach gemogelhiebt werden kann. Wobei wir auch nicht die Sonne hätten, er könnte nochmal Dynaflut drücken. Ja, vielleicht war es doch okay mit Kurtel. Dynaspuk auf das einwechselnde Raichu, aber... Das gibt hier natürlich auch nochmal Verteidigungsdrop für Groudon. Nicht gut. Also das Dragapult macht hier echt... Ja, und einfach Flammenblitz. Also... Wäre tatsächlich... Angriff von Groudon auch gut gewesen. Jetzt halt die Frage, ob Dragapult Groudon direkt wegklatschen kann. Also schneller als Fuego sind wir, deswegen habe ich mich ein bisschen über den Angriff statt Mobilheap gewundert. Potenziell. Ah, wir killen halt nicht auf minus 1. Verstehe. Wahrscheinlich hat es dann auch noch die Anti-Bodenbeere hier auch mit Schuka am Start. Das kann natürlich dann sehr gut sein, wenn er da einfach angrifft mit Flammenblitz. Angreift. Danke sehr. Sieht sehr gut aus. Hast gut was Honig reingemacht? Mhm. Klar. Oh, perfekt. Danke. So, tatsächlich ist nicht die Schuckebeere drauf. Oh. Groudon lebt hier nochmal knapp. Bin ich sehr gespannt, was das letzte Mon ist. Rotom auf jeden Fall immer speziell. Fischi. Probigon. Vielleicht kann Quartel das noch reißen. Phantomkraft kommt. Natürlich aufs Groudon. Natürlich. Will den hier weg haben und gegen Phantomkraft haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, hier nochmal Schutzschild zu klicken.
Schmarotzer gibt's, okay. Das ist nicht sehr viel Schaden. Da kommen erstmal die Neidflammen, um hier Dragapult natürlich auch mitzunehmen. Der muss erstmal weg. Als nächstes gibt's natürlich Buddy Press für Porygon. Also einmal mäßigem Wesen, das ist genau richtig. Ja, Schmarotzer wird sie auf jeden Fall nicht unbedingt machen. Und wahrscheinlich hat er aber Genesung, das heißt, wir klicken hier dringend mal gerne. Ja, wir müssen ihn einmal wegschläfern, damit wir ja gegen die Genesung gewinnen. Ansonsten kann er sich hier immer weiter genesen. Und dann gewinnen wir auch nicht. Solange er ein bisschen schläft, gewinnt Kurte hier mit dem Buddy Press im Normalfall. Kommt nochmal Schmarotzer. Also viel Schaden ist das nicht und wir haben halt noch die Beere. Und jetzt macht es erstmal die Augen zu. Und wenn es jetzt einfach mal zwei Runden schläft, dann holt Kurtel das hier. Das ist die erste. So, da braucht es einfach mal noch eine Runde. Ansonsten müssen wir halt nochmal Gainer machen. Er wacht direkt wieder auf. Also mit Schlaf habe ich heute überhaupt kein Glück. Es kann doch nicht sein, dass sie hier immer nach dem ersten Turn aufwachen. So ist Schlaf halt echt nicht gedacht. Dann kann man es sich echt sparen. Verrückt, ey. Das ganze Turnier habe ich... Ne, es stimmt nicht so ganz, oder? Wobei, ich glaube, ich brauchte... wo mir Schlaf das gebracht hat, was ich brauchte, brauchte ich auch nur einen Turn. Aber sonst hier immer nach Runde 1 aufgewacht. Dann müssen wir halt direkt nochmal den Gainer bringen. Ohne Witz, oder Secret Key? Jetzt schläft es auf jeden Fall nochmal. Ich brauche nur zwei Runden Schlaf, dann ist das hier durch. So, da ist auf jeden Fall die erste, die man immer kriegt. So, und nächster würde reichen. Also einfach mal die Augen jetzt geschlossen halten. Wie wär's? Er wacht direkt wieder auf. Das gibt's doch nicht. Was ein Endgame hier. Ich meine, ist natürlich richtig von Chulain. Im Endeffekt, wenn er hier weiter so ein bisschen Glück damit hat, dann gehen mir auch irgendwann die AP aus. Und ist ja auch die letzte Runde vom Turnier, also man will es wahrscheinlich auch zu Ende spielen. Besiegen tut er mich auf jeden Fall erstmal nicht mit Schmarotzer. Wir haben wie gesagt auch noch die Bäre gleich. Porygon ist eingeschlafen. So, dann probieren wir es ein drittes Mal. Da ist die erste Runde Schlaf. Und gut zu erkennen, nächster Buddy Press
würde auf jeden Fall killen. Jetzt einfach mal eine zweite Runde schlafen. Ist mein Spiel kaputt? Hat Porygon 2 irgendwie neuerdings Frühwecker oder wie das heißt? Ich meine, es hat auch eben, wir haben es ja gesehen, es hatte Erfassen und hat sich die Dürre geholt. Aber das kann doch echt nicht die Wahrheit sein. Dritter One-Turn-Sleep hintereinander. Also, was soll ich denn dazu sagen? Müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal gerne machen. Und dann, jetzt muss aber langsam mal dann die zweite Runde Schlaf her. Weil sonst die AP wirklich knapp werden. Wir haben jetzt noch 5 Stück. Also, da sollte ich mich echt langsam mal beschweren. Das ist der Schmarotzer Volltreffer, aber wie gesagt, wir haben ja noch die Bäre. Ja, wir würden schon noch ein bisschen mehr stehen. Das Problem werden ja irgendwann die AP, aber viermal hintereinander One-Turn-Sleep wäre ja lächerlich. So, Porygon schläft. Da ist Runde 1. Ja, die Crit wäre natürlich auch nochmal was, was uns hier voranbringen würde. Jetzt ist es sogar der rote Bereich schon. So, ne, mit der Genesung hängt es auch ein bisschen hinterher. Wir haben noch 3 Body Press, also wie wäre es jetzt mal, wenn es nicht sofort aufwacht? Jawohl, da ist es doch. Also, das wäre auch echt jetzt unverschämt gewesen. Kurte holt hier nochmal den Sieg. Nach 3 One-Turn-Sleeps hintereinander schläft Porygon mal 2 Runden lang. Okay, also Game 1 konnten wir hier nochmal holen. Nachdem Dragapult da auf jeden Fall sehr krass war. Endlich, ohne Witz, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, es ist ja nochmal gut gegangen. Also noch ein weiterer One-Turn-Sleep. Das wäre hier nicht gut gegangen. Also mit den Nightflammen mache ich wohl zu wenig Schaden dann auch. So, es war eben tatsächlich Fuego neben Dragapult, ne? Also tatsächlich haben wir Bisaflor auch nicht gebraucht hinten raus. Ich glaube, ich würde ja nochmal für das Gleiche gehen. Wenn Bisaflor natürlich gut ist gegen Kyogre schon mal. Ich meine, im Endeffekt muss halt auch aufpassen wegen Eisstrahl. Und gegen Dragapult macht es halt auch nichts. Kommt tatsächlich nochmal der gleiche Lead.
Halt gefährlich jetzt, wenn er einfach Phantomkraft macht. Fällt mir ein. Dragapult ist schon immer noch ein sehr starkes Mon hier. Von Anfang an. Viele Optionen. Gut auch mit der Dynamechanik. Aber es gibt hier nochmal Düner. Kann ja auch Donnerblitz oder so. Ja, Donnerblitz würde uns erstmal nicht so stören. Wir haben ja den Blitzfänger noch stehen mit Raichu. Jetzt würde es einmal auf sich ziehen. Okay, jetzt kommt da direkt die Düse. Die verkraften wir aber auch noch. So, und jetzt über den Voidwechsel hatte natürlich den Vorteil, dass wenn der Hard-Switch gekommen wäre zu Kyogre, dass wir bei der Dynaflut nochmal besser dastehen. Jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Schaden. Jetzt bin ich gespannt, was Fuego macht. Abgangstirade, alles klar. Auf Groudon, das ist natürlich interessant. Kommt jetzt Kyogre rein etwa? Ja, wir hätten gerade erst Kurtel bringen müssen, dass wir für die nächste Düse Groudon reingeholt hätten. Ja, ich glaube, es wäre nochmal besser gewesen. Da ist es. Dem Kurtel bringt ein Boost von Dynadüse natürlich nicht ganz so viel. Das müssen wir uns echt gut überlegen, was hier gut ist. Düse hier nochmal ins Dragapult ist wahrscheinlich am stabilsten, ehrlich gesagt. Aber er kann jetzt theoretisch Flut machen und dann Fontränen. Ja, das wird er auch machen anscheinend. Fontränen wird halt beides killen. Oder vielleicht auch nicht Fontränen, weil er potenziell Angst haben muss, dass wir ihm gut KP klauen. Vielleicht kommt da einfach ein anderer Wassermove. Ist jetzt auf jeden Fall sehr gefährlich. Ja, es ist Fontränen. Da hätten wir auf jeden Fall noch einen deutlich besseren Zug finden können. Also alleine sowas wie Protect Groudon vielleicht. Ja, mehr Protect Groudon ist ja Quatsch. Wir wollten ja eigentlich die Sonne haben. Die wir aber eh nicht mehr kriegen dann. Ja, war auf jeden Fall schwierig. So, jetzt stehen wir, haben wir Düna getauscht, stehen aber auch
Mit 2 gegen 3 Mons. Wir wissen aber, dass unser Groudon schneller ist als das Kyogre. Das könnte jetzt nochmal viel wert sein. Der ist jetzt natürlich direkt nochmal nervig. Ja, Kyogre geht raus. Hatte schon überlegt, den Mogelhieb da drauf zu klicken. Also gut hier nochmal, dass wir es in den anderen Slot geklickt haben. Okay, jetzt gibt's hier einmal Porygon mit Blitzfänger. Da müssen wir auch aufpassen. Da hat Raichu jetzt nicht mehr so die Optionen tatsächlich. Wir könnten je nachdem trotzdem Elektronetz klicken. Wir haben ja nur Schmarotzer gesehen. Deswegen, da müssen wir jetzt auch nochmal vor aufpassen. Ich hätte jetzt überlegt, ob wir nochmal den Schwertanz machen. Aber wir wissen ja, dass das Porygon Schmarotzer hat. Und das wäre jetzt echt viel zu kritisch. Wir greifen also lieber an, würde ich sagen. Wird auf jeden Fall jetzt hier echt kritischer Turn. Ich danke dir auf jeden Fall für den Raid-Unboxing, habe ich gesehen und willkommen. Ja, Porygon jetzt auf jeden Fall mit dem Schmarotzer. Ja, macht Genesung, alles klar. Vor Schmarotzer müssen wir jetzt richtig Respekt haben. Aber ich glaube, es würde noch nicht killen. Wenn wir jetzt Kyogre vielleicht schon rauskriegen. Ich glaube, es ist sehr stabil gebaut. Deswegen hatte ich auch erst überlegt, einfach noch einen Schwertanz zu machen. Das Ding ist dann... sterben wir halt viel eher an dem Schmarotzer von Porygon. Also das wird hier jetzt nochmal sehr interessant. Klinge und Offenlegung. Ich glaube, Elektronetz ist nochmal was besser. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und das kommt ja an Blitzfänger tatsächlich vorbei noch. Und wir haben gesehen, der Angriffsmove von Porygon ist tatsächlich... Schmarotzer, den müssen wir hier auch am ehesten respektieren. Und ja, Kyogre wird dadurch auch nochmal... jetzt geht's doch mal daneben. Also die Klinge mit Linse hat hier einen echt guten Job gemacht und wir verfehlen ganz knapp den Kill. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Und wenn das kein Volltreffer gewesen wäre, leben wir es bestimmt auch nochmal. Ja, andererseits wären wir jetzt auch am Schmarotzer gestorben. Ja, knapp den Kill verpasst. Und gegen Porygon können wir, da es sich hier ein Ding geholt hat, ein Blitzfänger, können wir dagegen nicht mehr gewinnen. Und wir können von mir aus das Kyogre noch umhauen, aber Trulane können wir schon zutrauen, dass er da jetzt noch zuverlässig... Schmarotzer und Genesung klickt, also
Mit dem Blitzfänger können wir da leider nicht mehr viel machen. Und apropos, gestern noch drüber gesprochen, ne? Auf welche Seite... Jetzt macht er ja auch noch die Zahlen raum. Ja. Also sei nicht mal gegönnt, dass wir das Kyogre killen. Vielleicht reicht ja nur Offenlegung. Gestern noch drüber gesprochen, ob es drauf ankommt, ne? Auf welcher Seite die Mons stehen. Ditto sind wir gestern drauf gekommen und ne, die erfassen Trace-Fähigkeit natürlich auch. Also je nachdem, wo man einwechselt, klaut es halt die Fähigkeit von dem Mon gegenüber. Und das macht tatsächlich zu wenig Schaden. Also es ist ein sehr stabiles Kyogre. Also hat hier Chulain auf jeden Fall nochmal gut gemacht. In Spiel Nummer 2. Dann gibt es noch eine Entscheidungsrunde. Müssen wir kurz überlegen. Also das mit Dynaflut von Dragapult ist halt wirklich sehr stark. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Also ich glaube wirklich, dass Bisaflor nicht unsere Antwort ist. Ich meine, andererseits... Ja, Quirtle war halt weg. Wir standen da jetzt noch gegen Kyogre. Vielleicht müssen wir den vorher wegmachen. Ich fand Quirtle auch gut gegen Porygon 2 am Ende. Sonst hätte ich jetzt nochmal über Bisaflor nachgedacht. Aber ja, fand das am Ende nochmal gut, das Quirtle. Und im Prinzip ist es hier ja auch die richtige Wahl, Dürremons auch mitzunehmen, wenn da Kyogre auf der Gegnerseite steht. Also ja, ich bin gespannt, ob hier nochmal der gleiche Lied auch kommt. Ja, tatsächlich nochmal gleicher Lied. Vielleicht machen wir mal sowas. Auf jeden Fall wieder Düner Dragapult auf der Seite von Chulain hier. Ich bin mal gespannt,
Hoffentlich kommt keine böse Überraschung. Ja, tatsächlich in den Dünawall. Alles klar. Oh oh, ich hätte hart switchen müssen. Eieiei, das wird jetzt nochmal mehr Schaden machen. Komm, leb mal, Glurak. Jawohl. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also das Kyogre wird ja jetzt wohl nicht in der Sonne die Düse leben. Und dann sind wir nochmal schneller auch als das Dragapult, wie wär's? Ich denke, er hat eher auf den Kill gehofft hier, weil wir mit Solarkraft... Was? Nicht schlecht. Vielleicht ist das sogar besser, weil dann jetzt nicht Fuego wieder reinkommt mit dem Mogelhieb. Mit Solarkraft und Lebenort wird es hier sehr, sehr knapp, aber 4 KP. So, aber Glurak doch auf plus 1... Ja, auf jeden Fall schneller. Es hat jetzt keine Düse gemacht, das gegnerische Dragapult. Und wenn wir dem jetzt hier die Düse drücken und Klinger auch noch draufkommt, dann müsste das doch eigentlich sehr gut für uns ausgehen. Abgesehen davon, dass wir natürlich auch Glurak jetzt hergeben. Andererseits ist die Dünerphase vorbei. Und es hat hier dreimal im Düner-Modus Moves rausgehauen, auch wenn das erste ein Wall war. Kyogre switcht tatsächlich nochmal. Auf dem einen KP, den es scheinbar noch hat. Damit Groudon hier leider auf minus 1 geraten. Und ja, Glurak ist natürlich schneller. Und jetzt mit der zweiten Düse sollte dann auch nochmal Groudon schneller sein. Und auch wenn es minus 1 ist, ich denke, die Klinge sollte da noch reichen. Und auf Fuego da auch nochmal Schaden zu machen, ist doch, denke ich, auch ganz nett. Ja, tatsächlich reicht es. Würde sagen, das ist doch nochmal gut aufgegangen hier. Bringen wir erstmal Raichu, damit wir mit dem Mogelhieb was mithalten können. Ich meine, sobald Kyogre da steht, okay, es ist einmal, danke sehr, es ist einmal hier auch wieder das Porygon, was tatsächlich auch Dürre holt. Porygon können wir theoretisch stehen lassen und dann gewinnt Kurte hinten raus wieder das Endgame. Wir wissen, dass wir gewinnen, sobald wir nicht viermal hintereinander das Pech haben, One-Turn-Sleep zu bekommen. Und Klinge trifft ja auch nochmal. Bizarro-Raum, genau. Da ist Kyogre jetzt tatsächlich, also wenn ich mich eben nicht verguckt habe, in Offenlegung-Range, deswegen, ja, also die 1-2 KP, mehr sind es wirklich nicht, wird auch noch Offenlegung wegmachen können, deswegen mache ich mir hier keine Sorgen mehr. Und trotzdem können wir natürlich hier nochmal wechseln auch, ich glaube, Groudon war auch noch minus 1, ne, ja, genau, dann wechseln wir hier halt nochmal.
Ich meine, da Bizarro-Raum draußen ist. Kurte hier auch nochmal besser als ein plus 2 Initiative Gordon. Und im Endeffekt wissen wir, dass Kurte alleine gegen Porygon gewinnen kann. Und ja, Trulane wird das hier auch gut erkannt haben. GG auf jeden Fall. Sehr schönes Set, wenn ihr mich fragt, nochmal zum Abschluss. War nochmal sehr, sehr spannend. Und ja, Kyogre, Regen, da hat es sich wahrscheinlich nochmal gelohnt, dass wir hier die doppelte Dürreoption hatten. GG auf jeden Fall. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht nochmal. Und das bedeutet auch, dass wir positiv aus dem Turnier gehen. Dann stehen wir insgesamt einmal 4-3. Ich denke, das kann sich noch sehen lassen. Also durchaus auch gute Spieler hier mit dabei. Und ja, das Endergebnis ist dann einmal 4-3. Genau. Und damit habe ich hier auch noch einen extra Mon gewonnen von Fischi, sehr, sehr nice. Und danke Secret Key. Stevo, bist auch noch da, sehr, sehr schön. Also ja, am Ende wirklich interessant hier nochmal. War eine nette Idee von ihm, nochmal mit Dynaflut dann durch den Niese-Switch in von Kyogre versuchen, den Kill zu ziehen, aber unser Glurak hat da nochmal echt einen guten Job gemacht, einfach zu überleben. Mit 4 KP dann noch den letzten Angriff rausgehauen. Und somit ging es dann nochmal sehr gut auf. Voltwechsel auf Raichu war nochmal sehr, sehr gut heute, fand ich.